Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei Panzerkorps. Wir sind in der Mission Dnipropetrovsk, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie, ja, vermasselt, aber was soll's. Zuerst wollen wir uns natürlich das Mission Briefing durchlesen, wie immer. Welcome to the Penta Wotan Line Gnarl as decreed by High Command. It is here the last barrier against Bolshevism to be defended. Unfortunately for you, this means there's much work to be done. At least two, possibly three major Soviet battle groups are converging on the Dnipropetrovsk, and one of these formations has already crossed the Dnieper at Zaporozhye to the south. Be warned, the Soviets have seized the initiative with this assault. For the first time, you will be forced to react to their attacks in a defensive role. Keep this in mind when deploying your troops, Herr General. Your mission is to hold the line against the Soviet onslaughts. You must hold at least four of your objectives to ensure victory, but to truly defeat this attack, you will need to push the Russians back over the Dnieper and completely reclaim all lost objectives. Also wir sehen hier unten, die Gegner haben, wenn wir auf die Map gucken, einen Siegpunkt haben sie. Das heißt, ja, wir werden wieder dann später in die Offensive gehen. Wir werden jetzt uns ein bisschen defensiv erstmal aufstellen. Ich habe bereits gekauft. Und wir haben überraschend noch 2000 Prestige übrig, nachdem ich alles geupgradet habe. Von dem her, es lief nicht ganz so schlecht in der letzten Mission, wie ich das eigentlich befürchtet habe. Ja, das hier ist diese Dnieper River. Lassen Sie mal die Einheiten jetzt reinpacken. Ja, hier sind sie bereits durchgebrochen. Ja, der Gegner wird First Strike haben, also sein Zug fängt zuerst an. Ja. Das wird verloren sein. Ich gehe davon aus, das wird auch überrannt werden. Der ist weg. Das hier wird wahrscheinlich alles auch überrannt werden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir das saven können. Nun, wir können, das Gute ist, Gustav kann wieder mit ins Spiel kommen. Denn wir haben hier eine Railline. Ist das nicht fantastisch? Es ist fantastisch. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist dieser Teil hier oben. Da könnte ein Backstep vielleicht kommen. Ich werde deswegen... Wo ist unser Scout? Wo haben wir unseren Scout? Hier. Ich werde unseren Scout hier deployen. Der wird erstmal einfach hier hochgehen, um zu sehen, ob da irgendwie was Fieses ist. Hier. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, den sollten wir eigentlich halten können. Ne? Also, wie stellen wir uns auf? Wir sehen jede Menge Panzer hier unten. Wir können sowieso hier vorne nicht deployen. Ich denke, die zwei Objectives werden wir erstmal abgeben. Wir kriegen 85 Prestige pro Turn. Das heißt, wir wollen wahrscheinlich den Sieg so lange wie möglich rauszögern, um möglichst viel Prestige zu bekommen. Wir wollen auch, dass die Gegner alle Städte möglichst viele Städte einnehmen, die wir dann wieder zurück einnehmen können, weil das gibt in der Regel auch Prestige. Ich weiß nicht, ob unser Prestige pro Runde runtergeht, wenn die Gegner eine Stadt einnehmen. Das werden wir dann sehen. So, zuallererst mal, wo ist unser bester Panzer? So, du, mein Lieber, kommst hier hin. Dann werden wir... interessant. Das wird wahrscheinlich nicht einfach zu nehmen sein. Ich glaube, wir sollten hier relativ viel Artillerie haben. Natürlich auch ein paar Infanteristen. Ich denke aber, hier reicht wahrscheinlich der langsamste von denen. Wir sollten ihn vielleicht... Lasst uns den eins hinten aufstellen. Vorne dann... Wobei, will ich vorne die Artillerie? Müssen uns auch ein bisschen überlegen, wie wir es mit dem Anti-Air-Dings machen. Okay, wir haben hier... Ja, dann würde ich sagen, kommt hier ein Fighter hin. Ja, dann können wir hier, glaube ich, die Artillerie aufstellen. Die Panzer kommen... Ne, auch beim besten Willen kommen die nicht bis hierhin. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die kommen knapp bis zu
ja, dem Ding da. Vielleicht sollte ich dann, warte mal. Ich nehme den, der eins schneller ist. Der mit plus 1 Movement. So. Dann werden wir ein paar Artillerien aufstellen. Und zwar, wir haben viele Panzer da. Sicher mal dich, weil du bist sehr langsam. Ich sehe hier eher Infanterie. Müssen wir dann mal schauen. Ich weiß nicht, ob der Panzer überleben wird. Wahrscheinlich nicht. Ich vermute, der wird gebombt werden. Dann bring mal noch eins gegen Infanterie. Und du? Nein, das ist Quatsch. So, die sind alle beschützt. Das ist super. Hinten dran denke ich, oh, wir haben diesen Panther übrigens gesaved in der letzten Mission noch, wie durch ein Wunder. Dann hätte ich ganz gerne einen Tiger. Bringen wir den hier mit. So, das passt. Plus ein Anti-Tank. Weil das sind relativ viele gegnerische Panzer. Ich denke, wir bringen den Elefanten hier mit. So, das wäre mal hier unten. Wir werden sehen mit den Flugzeugen, was wir dann machen. Hier. Können sie hier überhaupt hinkommen? Das ist die Frage. Oder ist es safe, da irgendwas zu platzieren? Wenn ja, was? Also, erstmal machen wir Gustav. Gustav, du kommst hier hinten rein. Das passt. Wir können hier Leute deployen. Das hier ist mir zu gefährlich. Weil sobald ich hier... Das Problem hier ist, wir haben nicht wirklich Flugunterstützung. Wir könnten hier einen Fighter reinpappen, aber... Bringt das was? Wir werden sehen. Also tendenziell haben wir dann... Ich denke, wir müssen uns hier einfach dann ein bisschen aufteilen. Das bedeutet, ich will in einen Spotting-Panzer... Vielleicht können wir den irgendwie hier haben. Dann ist er schon relativ weit vorne. Das sollte eigentlich... Dem sollte eigentlich nicht so wirklich viel passieren. Oder? Oder ist das zu greedy? Ich meine, sie geben uns diese Position eigentlich nicht umsonst, aber vielleicht ist es ein Bait. Ich weiß nicht, wie fies das Spiel in dieser Hinsicht ist. Ich weiß nicht, wie fies das Spiel ist. Können wir hier einen... Okay, wir können hier einen Fighter aufstellen. Das heißt, wir haben... Hier zumindest... Ein bisschen Narrenfreiheit. Ich denke, hier packe ich auch nochmal ein... Unsere Anti-Air-Gun. Wollen wir die überhaupt mitnehmen? Das ist die Frage, ne? Hier können wir deployen, aber kein Fighter-Schutz. Okay, ich pack dich mal dahin. Ich weiß nicht, ob ich die Anti-Air mitnehmen will. Ob ich die überhaupt auf der Mission haben möchte. Also, das ist der mit Spotting. Wir haben hier oben den Recon. Naja, plus... Packen noch ein paar Kartschützen hier hin. Ja, die sollten eigentlich nicht gebombt werden. Und Panzer sollten eigentlich... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie sollten eigentlich nicht bis hier hinten hinkommen. Ich denke, wir können es wahrscheinlich wagen, hier ein paar von denen hinzupacken. Die weniger gut gebombt werden können. Plus euch. Also wir machen die Infanterie ein bisschen vorne hin. Dann hat die nicht mehr so einen weiten Weg. Wir versuchen die Artillerie dann so ein bisschen nachzuziehen. Ja, schmeiß den mal dahin. So, was mache ich mit euch? Das ist halt riskant. Warte mal.
Nehmen wir an, hier ist ein Panzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der würde hier rankommen. Ich habe ein bisschen Angst. Wir können es hier hin tun, dann haben wir aber keinen Fighterschutz. Das ist das Problem. Von dem her, ich denke, dass wir... wir packen den mal hier hin. Und dann tue ich dich da in die Mitte. Und dann hoffen wir, dass hier nichts passiert. Nichts Schlimmes. Also, wir haben hier noch das Nashorn. Es sieht so aus, als wären hier eher weniger Panzer, sondern eher mehr Infanteristen. Die Rambo-Truppe. Hätte ich wahrscheinlich ganz gerne hier nach oben. So. Dann haben wir noch Artillerie. Jupp. Zwei Stück. Einmal hier. Und einmal da. Ich weiß ja nicht genau, wie ich die dann einsetzen werde. Aber da wird uns schon irgendwie was einfallen. Du gehst dahin. Die Stuck. Vielleicht hier oben. Einfach für den Fall, dass irgendein Panzer direkt hier rankommt. Dann sollten wir uns auch mal... Ja, wo können wir eigentlich noch sinnvoll Flugzeuge hinpappen? Hier vielleicht. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Bring mal dich hier hin. Ich denke, wir werden hier unten relativ viele Panzer haben, weil er hat hier viele Panzer. Und ich denke, dem sollten wir einfach entgegenwirken. Das ist der Spotting. Der kommt... Er kommt hier durch die Mitte durch, denke ich. So, dann ihr noch. Unsicher. Ich packe euch hier mal mit dazu. So, Flugzeuge. Panzerbomber hier unten. Dann würde ich sagen, einen von uns. Euch. Du da. Lass uns einen Fighter hier hinstellen erstmal. Da, du da in der Mitte. Und du da. Wir haben die ersten 15er übrigens auch. Was ich natürlich sehr gut finde. So, einer da. Jetzt haben wir noch eine einzige Einheit, die wir mitnehmen können. Die Frage ist, was nehmen wir? Ich glaube, Karl brauchen wir diese Mission nicht. Brauchen wir noch einen Level-Bomber? Einen vierten. Könnte nicht schlecht sein, wobei es gibt nicht so viel einzunehmen. Eventuell sind wir auch... Wobei, was will ich mit denen? Komm, passt schon, oder? Die haben... Ja, es sind einfach gute... Die haben plus ein Spotting, aber... ich meine, sie... Eigentlich macht es Sinn, dass wir versuchen, die hochzuleveln, aber... Ich weiß nicht, ob diese Mission dafür das Richtige ist. Wobei, wir brauchen genügend... Wir brauchen irgendjemanden, der hier einfach drin steht. Vielleicht sollte ich den doch wieder wegnehmen. Und stattdessen eine von den zwei hier reinbringen. Ja, machen wir so. Wir haben drei Level-Bomber. Ich hoffe, das reicht. Und dann sehen wir, was der Gegner tut. Ich bin gespannt. Ambush. Er hatte keine Vision. Der kam von... Relativ weit hinten. Er hatte keine Vision auf unser. Ja.
Okay, die ganzen Bomber gehen auf die... Bisher hält... Okay, ich wollte gerade sagen, es hält überraschend gut, aber da war dann ein ziemlich fataler Treffer. Noch ein Ambush. Nice. Okay, gut. Ja, das läuft jetzt langsam so, wie ich das eigentlich von Anfang an erwartet habe. Oh, der hat hier nochmal angegriffen. Interessant, er konnte nicht angreifen mit seinen Flugzeugen, weil die Anti-Aircon noch da war. Okay, der wird auch dezimiert. Da hat er einen stärkeren Panzer. Natürlich ist, ich meine, diese Einheiten, das ist Kanonenfutter. Ich wollte gerade sagen, wenn die Infanterie-Einheiten kommen, dann überleben diese Forsen so nicht mehr lange. Bisher wurde... vielleicht kann man das sogar eine Runde halten. Ja, das hier ist verloren. Ich weiß nicht, ob was er hier genau macht. Das Fort kriegt er irgendwie gerade nicht so wirklich down. Okay, hier sind zwei Flugzeuge. Müssen wir uns merken. Das ist auch, glaube ich, ein stärkerer Panzer. Zumindest kommt mir der jetzt gerade nicht so wirklich bekannt vor. Und wir haben unseren ersten Zug. Was hat mehr überlebt, als ich das gedacht hätte, wenn ich ehrlich sein muss. Aber wir beschweren uns nicht. Wir haben hier drei Flugzeuge und hier unten zwei. Der hat eine 19. Der hat nur eine 13. Der hier ist viel stärker. Welches ist unser bester? Okay, du hast eine 9-0. Also. Dann würde ich sagen, gehst du mal hier hin. Ich habe keine Anti-Air-Dinger gesehen. Das muss jetzt aber nichts heißen. Was ist das hier? 8 Initiative, 17 Hard Attack. Okay, der ist nicht so schlecht. 11 Initiative, 17 Hard Attack. Der ist ein bisschen besser noch. So. Keine Flugabwehr. Das ist das Gute. So, das heißt, du fängst mal an. Das war schrecklich. Meine Güte. Das war absolut grauenhaft. Was wir da gemacht haben. So, du mal da. Gute Sache. Dann... der hier müsste auf jeden Fall weg. Schauen wir erstmal. Also hier oben scheinen keine weiteren Flugzeuge für den Moment zu sein. Der muss jetzt noch nicht wirklich was heißen. So, der ist auch platt. Das ist die Frage, wie viele Fighter haben wir eigentlich noch? Zwei Stück. Unsere Anti-Air-Gun kann nichts machen. Du kannst nur entweder... Okay, du gehst hier hin. Wow, wieder eine minus 2. Unglaublich. Wenigstens ist der Typ weg. Wow, okay, One-Shot. Auch nice. Das Ding noch, aber das kommt nicht ran. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten den hier einkesseln. Alternativ vielleicht den hier sogar
Oh, damn it. Hier ist ein Anti-Air-Dings. Ja. Da habe ich nicht so wirklich aufgepasst. Nun denn. Also, dann möchte ich zuerst mal wissen, wie das hier oben aussieht. Okay, keine Gegner. Ich weiß nicht, ob hier irgendwann was spawnt. Wäre fies. Würde ich jetzt aber nicht zwangsläufig ausschließen. Okay, sie haben ihr Ding. Wir haben unsere Seite. 4-0. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit den Bombern machen. So, generell würde ich sagen, einfach mal vor mit den Leuten. Ich glaube nicht, dass direkt nochmal eine Welle gegnerischer Fighter kommt. Könnte ich auch da einsetzen. Oder wir bomben. Der hier kommt zumindest nicht mehr weg. Den hier haben wir eingeschlossen. Das ist soweit schon mal ganz gut. Ich will nicht zu viel riskieren. Den hier können wir bomben. Weil er direkt neben unserem Fighter steht. So. Wie gesagt, zuallererst mal müssen... Also, du da rein. Das sollte jetzt halten, denke ich. Das sollte halten. Definitiv das Ziel. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir mache. Ich denke, du kommst hier oben hin. Wir haben hier eine... Diese Infanterie. Der hier nervt mich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir bereits... Oh, hier ist noch... Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Mist. Minus 1. Den habe ich nicht gesehen. Verflucht. Ah, das war ein Fehler. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Ärgerlich. Nun ja. Was will man tun? Es ist, wie es ist. Hier wurde noch nicht angegriffen, interessanterweise. Ich will jetzt... Das heißt, wir können mit unseren Bombern nicht wirklich viel machen, die Runde. Ich denke, wir machen eher eine passive Runde. Schauen, dass wir irgendwie... das hier ein bisschen beschützt kriegen. Wie weit kannst du laufen? 1. Okay, gut. Ich bringe dich hier hin. Du wirst von der Anti-Air-Gun beschützt. Ich bringe die Anti-Air-Gun in die Mitte. Du da. Wie gesagt, ich getraue mich jetzt noch nicht so wirklich mit unseren... mit unseren Bombern da raus. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dir mache. Hier hinzugehen ist wahrscheinlich grob gefährlich. Ich denke, wir gehen es langsam an. Du wirst wahrscheinlich auch dann einfach hier erstmal eins nach vorne gehen. Ich denke, wir ziehen uns einfach in die Wälder zurück. Und da sollten wir einigermaßen sicher sein. Bis die Verstärkung eintrifft. Das Problem ist so ein bisschen...
Wir können jetzt uns nicht so frei nach vorne bewegen, wie ich das eigentlich ganz gerne tun würde. So, bringe ich dich hier hin? Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendeiner blindlings hier nach vorne rusht, sonst haben wir ein Problem, aber... Dann, was machen wir hier? Weißt du was? Ich bring dich hier rüber. Weil wir den hier an... Was? Ich weiß es noch nicht. Du bleibst hier drin, das passt schon so. Ja, die ganzen Flugzeuge werden jetzt erstmal noch eine Pause machen. Du gehst hier rein. Gustav, weiß ich noch nicht. Dich möchte ich nicht so weit nach vorne bringen. So, auf geht's. Ja, du hast nicht wirklich einen guten Move. Ich weiß nicht, ob die Gegner jetzt hier durchrushen werden, aber ich glaube, hier bist du eigentlich in einer akzeptablen Position. Ja, die Dinger hier nerven mich natürlich auch. Wir können den hier noch bomben. Das ist einigermaßen safe. Alles andere, naja, dich haben wir auch noch. Keine Ahnung, was ich mit dir mache. Gustav hat noch einen Schuss. Ich denke mal, wir werden dieses Ding einmal anschießen, damit es weniger Schaden verursacht. Du könntest auch noch ein bisschen was tun. Beziehungsweise dich haben wir auch noch. Ja, das Problem ist, es gibt nicht wirklich viel, das wir angreifen können. Da hätten wir eine 4-0, aber grundsätzlich ist der jetzt nicht so gefährlich. Machen wir den weg. Nicht kompliziert machen, wenn es auch einfach geht. Ja, das war ein Fail, dass ich den nicht gesehen habe. Ich denke, ich bringe euch hier runter ein bisschen. Und euch auch so ein bisschen mittig hinten stehen. So, dass er möglichst eigentlich keine Vision auf uns kriegt. Ich denke mal, die wird in der nächsten Runde... Also, überlegen wir mal. Wenn das Ding hier stirbt... Greifen wir einfach an. Sind eigentlich keine... Es sind Conscripts, sind keine Pioniere. Das sind die Pioniere. Ich denke, wir lassen die da sein. Weil sonst, wenn die sterben, dann rücken die Pioniere nach, die bessere Chancen gegen das Fort haben. Ich denke, ich ziehe den hier rüber einfach, damit er vielleicht, falls der Flieger zuerst angreift, dass wir dann, ja, dass es unter Umständen ein bisschen besser läuft. Der hier wird wahrscheinlich auf einen von den beiden schießen, das ist okay. Der hier wird wahrscheinlich auf das Vor- oder die Flugabwehr schießen, beides auch okay. Ja, das hier unten wird auch überrannt werden, das ist aber, das ist auch okay grundsätzlich. Ich denke, wir stehen einigermaßen solide. Ich bin gespannt, was er macht. Sollte jetzt vielleicht auch schlechtes Wetter werden. Wenn wir Glück haben, macht er dann nicht so viel Schaden. Oder der Gegner rennt irgendwo in einen Ambush rein. Hier zum Beispiel.
oder hier. Werden wir sehen. Gut. Ich denke, wir sind durch mit unseren Einheiten. Gehen wir den Zug ab. Gut. Er hat schon mal nichts Produktives gemacht. Er hat sich um eins bewegt. Mehr konnte er nicht tun. Das war zu erwarten. Ist alles kein Problem. Das Flugfeld würde ich gerne wieder einnehmen. Wow, okay. Warum macht er das? Nice. Das Ding hier nervt mich. Da hat er noch ein zweites. Natürlich. Die müssen weg. Ach. Wow. Okay, der geht hier außen rum. Kavallerie hat er, das wird jetzt einnehmen. Ja. Ist aber noch nicht down. Vielleicht geht es raus. Nein. Ambush. Ja. Dieser Idiot. Ich habe schon gedacht, dass es einen Ambush gibt. Ja, das Problem hier ist, es sind zu viele von diesen blöden Anti-Air-Panzerlein. Nun gut, aber es läuft nicht so schlecht. Also ich bin einigermaßen zufrieden. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Hier geht die Hölle ab. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.